Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Zero, wo Rebecca und Bill gelangweilt in der Ecke rumstehen. Denn wir haben ein kleines Problemchen, dass sich dieses Schmuckkästchen hier nicht öffnen lässt. Wir haben versucht zu kombinieren und so, ne? Da ist ein Ring drin, den müssen wir da auf die Tasche packen. Wie öffnet sich's? Und ja, ihr Leute, lasst euch sagen, bei Resident Evil dürft ihr nicht verzagen. Nehmt ihr das Ding, dreht es schön, dann hämmert auf A, dann öffnet sich der Shit. Hab ich mal so rausgefunden. Ja, nee, also weil wir so Gegenstände untersuchen und drücken und hämmern und machen und tun. So. Kombinieren. So, jetzt muss ich wahrscheinlich auch das Ding untersuchen. So, wenn ich jetzt hier mache, geht nichts. Wenn ich hier mache, geht nichts. Man muss auf das Schloss gucken. Nur dann öffnen sich die Dinge. Und tada, wie erwartet, die fucking Keycard. Ja. So. Jetzt haben wir die Keycard für die Lok vorne. Und so. Jetzt liegt hier noch so ein bisschen Stuff rum, ne? Also hier, komm. Nee, das Bild von der alten Mutter interessiert mich nicht. Heb doch mal das scheiß Messer auf. So, dann wechseln wir mal. Das andere Messer hat sie. Weiß jetzt nicht, ob jetzt hier noch was rumlag. Come on. Ja, glaub, jetzt sagen wir ihm, dass er uns wieder folgen soll. Und ja, wir müssen unten rum, ne? So, das heißt ganz Obligatz wieder hier entlang, darunter. Diesen Mistvieh hier nicht nochmal pieksen lassen. So, und jetzt theoretisch müssten wir ganz nach vorne durch. Da ist die letzte Tür. In dem letzten Raum, wo wir noch nicht waren. Die blauen Punkte da sind übrigens Gegenstände, die noch so rumliegen tun. Und das ist der Benzinkanister und die Flasche. Oh, Moment mal. Da war auch so, da in dem Raum, wo wir jetzt sind, da in der Ecke, dieser geschwungene Pfeil, das ist wohl das Symbol für, dass man da den Haken verwenden kann. Und da sehe ich auch im nächsten Abteil, sehe ich das Leitersymbol. Also man kann mit der Karte durchaus was anfangen. Gut, aber ja gut, wir setzen unsere Reise fort. Hier sind jetzt keine Zombies mehr. Ich glaube, Billys Waffe ist nicht geladen. Doch, ist sie. Das ist ganz gut. Wir gehen weiter. So, und jetzt garantiert
erwacht der Typ zum Leben. Immer noch nicht. So. Ah, sie hat die Karte nicht. Da muss er ran. Also, dann muss ich jetzt wieder übers Inventar machen. So, verwenden. Okay. Da hinten, Moment mal, für die Zugbremse brauchten wir doch auch die Karte. Nee, ich werf die jetzt nicht weg. This is Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-Virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Aha. Ich habe jetzt das starke Bedürfnis, nochmal zurückzulaufen und diese Keykarte nochmal zu verwenden, zu versuchen an der Bremse. Oder sind wir da jetzt? Jetzt lass uns nochmal schauen. Nee, das mit der Bremse, das war ganz hinten. Ich renne da jetzt nochmal hin, ich will das wissen. Tut mir leid. Aber ich renne da jetzt nochmal hin. Und irgendwas muss es mit dem Benzinkanister und der Glasflasche ja... Benzin und Glasflasche? Irgendwas muss es damit sich ja auf sich haben. Vielleicht? Schauen wir mal. Hab da gerade so ein Verdächtigen. So, wir wechseln auf Billy. Er hat die Keycard. Manuelle Bremse, dafür brauchen Sie eine Magnetkarte. So, die haben wir ja. Brauche ich jetzt nicht. Gut. Dann brauchen wir das wirklich nicht mehr. Wir legen es ab. Und nehmen dafür das Benzin. Und so wollte ich es nicht. So, tauschen wir nochmal. Scheiße, die hat keinen Platz. Ja, wir kriegen das jetzt hin. Wir probieren das jetzt. So, hier ist Flasche, ne? So.
dann machen wir mal das hier, wo ich es sehen kann. So, schmeißen wir hier, legen wir mal das Messer nochmal ab. So, natürlich ist das Messer jetzt nicht im Bild. Doch, da ist es. So, jetzt probieren wir das. Wir nehmen die Flasche. Drei Flaschen und drei Binden. Ich wusste es. Da haben wir jetzt drei Mollys. Coole Sache. So, komm, ab. Einfach dein Messer wieder aufnehmen. Dann sind alle happy. So. Schön. Ja, da ist jetzt unser guter Billy hier ein richtiger Waffenladen. Okay, haben wir jetzt nochmal drei Mollys mit dabei. Schaden tut's nicht. Es ist halt auch scheinbar dann auch in Resident Evil tatsächlich so, wenn die Ansage kommt, dass du folgenden Gegenstand nicht mehr brauchst, dann brauchst du ihn auch nicht mehr, dann ist er nirgendwo anders mehr verwendbar. Das heißt, wir brauchen da hinten eine andere Karte. Weil irgendwie müssen wir den Laden da hinten ja bremsen. Notbreak. So, steigst du auf oder nicht? Nee, er bleibt liegen. So. Dann gehen wir jetzt endgültig hier durch. Eventuell erwarten uns jetzt hier schon Zombies in... Der da bleibt nicht liegen, das sehe ich jetzt schon. Das, wenn ich das Messer ausmiste. Kann ich dann... Ja, das geht. Nur mal so anpieksen. Der Motor ist völlig zerstört, er kann nicht repariert werden. Ja, wenn er zerstört ist, wieso fährt denn der Scheißzug noch? Ist ein bisschen... bisschen doof. Derail or crash. I gotta stop this thing. Bremsenbedienungsanleitung. Verwendung einer Bremssteuerung. Die Steuerung der Bremsen erfolgt in drei Schritten. Ja, für eine Notbremsung drei Schritte, wie, ja, läuft. Schritt 1, Steuerung aktivieren. Die Steuerung befindet sich am Arsch der Welt, an folgenden Orten. Fahrerkabine im ersten Waggon. Interessenwaggon 5. Zum Aktivieren des Systems müsste Magnetkarte, bla bla bla. Ja, so wird die Stromzufuhr für beide Steuerungen aktiviert. Schritt 2. Code für hinteres Deck eingeben. Geben Sie den Code für das hintere Deck ein, um die Sperre zu lösen. Danach kann der Code für die Fahrerkabine eingegeben werden. Schritt 3. Code für die Fahrerkabine eingeben. Geben Sie den Code für die Fahrerkabine ein, um die Sperre aufzuheben. Nach Abschluss dieser drei Schritte können die Bremsen manuell bedient werden. Ja. Ist ein bisschen...
ist ein bisschen umständlich, wa? Wer bleibt zurück? Billy. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. You stay here and apply the brake when ready. Okay. Rebecca! Huh? Don't screw up, okay? I won't. Ach du Scheiße, jetzt geht das auf Zeit! Und ich hab doch den Key über den Code überhaupt nicht. Und es war klar, dass die Arschlöcher jetzt aufstehen. Woher kriege ich denn dann den Code? Jetzt ist der Officer natürlich weg. Speichern geht auch nicht. Ja klar! Ja klar! Ja klar! Willst du mich? Geh mir von der Klinge, du Pisskopf! Und ich muss den Weg auch noch zurück. Hätte ich ja den Haken dabei, hätte ich hinten hochgekonnt, ne? Ja. Edward! No! Der Edward ist jetzt in seiner Twilight Zone. Stop! Don't come any closer! Ach, knall ihn ab! Wirklich sterben will er ja nicht, ne? Haben wir eigentlich noch Medi dabei? Nö. Stirb doch jetzt mal. Ich nicht eigentlich auch noch so eine Kräutermixtur? Nee, die habe ich auch schon gefressen. Ich habe ja keinen Plan, welchen Code ich angeben soll, ne? Hiermit bedienen Sie die Bremsen. 0036. Wo ist die 0? Ach kommt Leute. Hä?
Ist das jetzt richtig? Da habe ich noch 3 Schritte und ich brauche noch 13. This is Rebecca. I have engaged the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now. Aha, jetzt ist er dran. Ja, ist ja gut. Wo muss ich jetzt hin? Zum ersten Waggon? Nur 50 Sekunden! Hallo? Ey, könnte der Junge mal da hinlaufen, wo er hinlaufen soll? Da vorne ist nämlich der scheiß Hebel. Oh Gott. Was? Und das muss ich jetzt im Kopf machen? Neun, 18, 27, 30. Neun, 18, 27, 30, 33 und 4. Oh fuck. Hat das jetzt nicht geklappt? Oder ist, sieht das so aus, wenn es erfolgreich ist? Ich glaube, so sieht es aus, wenn es erfolgreich ist. Können wir ein... Ja, geil, ne? Das war Inkompetenz. Oh Gott, und der letzte Speicherung ist ein Moment her. Wir beenden die Folge an der Stelle und sehen uns dann nach dem Laden und nachdem ich das Verlorene wieder aufgeholt habe, dann hier wieder. Und ansonsten verabschiede ich mich. Bis dahin. Ciao.